Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Let's Play Mystic Quest Legend für den Super Nintendo. Das letzte Mal haben wir uns endgültig durch den Baum gehauen und haben Windia erreicht. Und in Windia hieß es, wir sollen mit ein paar Leuten reden, scheinbar. Und wir sollten offensichtlich ein bisschen was über diesen ominösen Kapitän Max rausfinden. Der Mobius Opal ist in Spencers Tunnel. Mit ihm können wir den Pier von hier aus erreichen. Ja, in Spencers Tunnel gibt es noch einiges, was wir noch haben möchten. Allerdings kommen wir da noch nicht hin. Dafür haben wir hier ein Teleportfeld, das wir uns schon mal vormerken können. Ich kann es noch nicht verwenden. Wir gehen erstmal wieder nach draußen und schauen mal, was es sonst noch so ein bisschen gibt. Hier können wir uns rüberhangeln, das werden wir auch tun. Und mit diesem Herrn reden wir mal. Das Böse lebt in einem Turm, nördlich von hier. Ja, wie immer. Schauen wir mal. Ne, hier komme ich noch nicht rüber. Gucken wir uns hier mal noch ein bisschen um. Da könnte ich einfach rüberspringen, bringt aber gar nichts. Hier kann ich mich ein bisschen umgucken. Oh, schön. Loch. Ah, gut. Dann einmal hier nach unten. Im Innen waren wir bereits. Dort könnten wir unsere Vorräte aufstocken. Brauche ich allerdings nicht. Und hier haben wir wieder den Kleinen, der aussieht wie Ness. Aus irgendwelchen Gründen. Mein Leibgericht sind Windbeutel. Aha. Und du? Ich habe mir in der Videothek vom Winde verweht ausgeliehen. Haha, in der Videothek. Versteht ihr? Weil das ist Mittelalter und Videothek gibt es da noch nicht und gehen wir wieder raus. Ist besser. So. Dann bleibt eigentlich nur noch dieses kleine Häuschen. Nee, bleibt gar nicht. Da kommt noch was. Aber hier wollen wir erstmal rein und mit diesem ominösen Herrn sprechen, der irgendwie gar nicht wichtig aussieht oder so. Bist du Otto? Jetzt nicht! Okay. Meine Tochter Norma ist in Vulturus Turm gefangen. Sie ging über die Regenwurmstraße, die der Wind dann zerstörte. Mann! Die Kay, der Kristall muss auf diesem Berg sein. Ach was. Und damit haben wir auch schon unser nächstes Ziel erreicht. Beziehungsweise unser nächstes Ziel vor Augen, so muss man sagen. Erreicht haben wir es noch lange nicht. Denn wir wollen hier auf das Dach. Yay! Und ja, was soll ich hier? Genau, frage ich mich auch. Was willst du hier überhaupt? Gehen wir zurück und schauen uns an, was dieser Turm uns so zu bieten hat. Das wird dann auch der letzte Kristall sein, den wir dort finden. Allerdings, bevor wir uns hier irgendwie weiter durchmachen, werden wir uns zuerst um die Schlachtfelder kümmern. Zweitens an der Zahl. Sollte kein großes Problem sein. Und wir treffen erstmal auf einen neuen Gegner, nämlich den Säbelzinken. Und hier wieder übliche Taktik. Am besten einfach draufhauen und den Konter ignorieren. Das ist das Beste. Dann haben wir noch die lustigen Skelette, die mir so gerne auf den Keks gehen, wegen ihren verschiedensten Statuseffekten. Yay! Und ja, wir haben widerstanden. Dank unserem neuen Amulett, das wir bekommen haben, ist das alles nicht mehr so das Riesenproblem. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich, wenn dieses Schlachtfeld abgeschlossen ist. Alle Monster sind ausgelöscht, wir erhalten einen Haufen Erfahrungspunkte und das Schlachtfeld ist beendet. Und wir können uns auf zum nächsten Schlachtfeld machen. Way! Wir haben hier zusätzlich auf diesem Schlachtfeld noch einen neuen Gegner, den Qualenfürst. Der eigentlich mehr aussieht wie eine Qualenfürstin, wenn ihr mich fragt. Naja, egal. Und auch hier das übliche Primborium. Draufhauen, nicht sterben am besten. Und am besten auch nicht von irgendwelchen Statuseffekten ins Nirvana blasen lassen. Das übliche eben. Jetzt räumen wir erstmal noch diesen Säbelzinken aus dem Weg. Und Kalia wird einfach mal eingefroren. Jawohl, auch gar kein Problem. So, viel aushalten tut der auch nicht. Und das ist auch schon das Ende des Qualenfürsten. Das war das. Wir erhalten wieder 2700 Erfahrungspunkte. Und das war's mit diesen Schlachtfeldern gewesen. Jetzt können wir uns aufmachen. Nicht zum Turm im Norden. Denn dort können wir noch nicht hin.
sondern erstmal in den Windtempel. Da will ich mich erstmal umschauen. Ich glaube allerdings, da gibt es für mich noch nicht viel zu holen. Denke ich, oder? Gibt es da nur die Kiste? Ich weiß es gar nicht mehr. Egal, ich schnapp mir die Kiste und schaue mich noch ein bisschen um. Denn da haben wir Heiltränke drin, die kann ich ganz gut gebrauchen. Wie viel habe ich jetzt eigentlich? 23. Okay, das ist nicht mehr so schlimm wie beim letzten Dungeon. Ne, hier gibt es tatsächlich nur den Heiltrank. Das war ja jetzt notwendig. Wow. Naja, wie auch immer. Gehen wir weiter. So, und hier oben haben wir den Sturmberg, den nächsten Dungeon, bevor wir den Turm betreten können. Der Sturmberg besteht nur aus einem einzigen Raum, kann man sagen, beziehungsweise eben nur aus diesem einen Berg. Und ich frage mich wirklich, was sich die Entwickler bei diesem Dungeon gedacht haben, denn er ist... Dieser eine Raum ist riesengroß. Es gibt da, glaube ich, 6 oder 7 Gegner drauf, plus ein Boss. Und das war's. Es gibt ein paar Schätze, die wir uns natürlich schnappen wollen. Also braune Kisten. Aber ansonsten wirklich kein großes Thema, sag ich mal. Wir können hier weiter nach oben. Im Grunde genommen ist die grundsätzliche Richtung auch vorgegeben. Das heißt, ihr wollt in diesem Dungeon nach oben. Ganz nach oben zur Spitze. Und ich möchte jetzt erstmal wieder nach unten, denn ich habe dort eine Kiste verpasst, die ich natürlich zuerst haben möchte. Deshalb springe ich hier durch die Gegend, was rein geschwindigkeitstechnisch überhaupt gar nichts bringt. Aber ich fühle mich einfach besser dabei, wenn ich durch die Gegend springen kann. Jetzt will ich erstmal hier meine Klauen ausrüsten und will dann hier nochmal nach oben. Und dann hier entlang, damit ich im Endeffekt diesen Spukgedöns hier fertig machen kann und mir die Kiste schnappen kann. Er heißt übrigens Qualenfürst und nicht Spukgedöns. Wir schauen weiter jetzt, endlich. Weiter nach oben. Bis zur Spitze. Und ich glaube, wir haben jetzt schon so gut 30% der Gegner hier in diesem Dungeon vernichtet. Was echt traurig ist irgendwo. Ich weiß wirklich nicht, was sich bei diesem Dungeon gedacht wurde. Wahrscheinlich gar nichts. Wahrscheinlich einfach überhaupt nichts. Die Entwickler haben sich einfach nur gedacht, ja, Berg. Ne? Und dann haben sie da halt einen Berg hingesetzt. Wir können weitergehen. Da oben haben wir noch einen Gegner, an dem wir noch nicht rankommen. Hier kann ich mich rüberhangeln, was ich auch tun werde. Hier kann ich mich nicht rüberhangeln, was ich auch tun werde. Nee, hier kann ich rüberspringen. Sowas Blödes brauche ich ja gar nicht. Da oben... Da oben haben wir bereits den Boss. Da möchte ich aber noch gar nicht hin. Ich will erst darüber. Denn auch hier, trotz dass es nur so ein Billig-Dungeon ist, gibt es eine wichtige Kiste, die ich haben will. Und dafür, das weiß ich, muss ich rechts an dem Boss vorbei. Jetzt möchte ich mich erstmal heilen, denn mir geht es gerade wirklich nicht so gut. So. Und möchte nochmal hier runter. Damit dürften dann jetzt knapp 70% aller Gegner vernichtet sein. Und wir gehen hier weiter nach unten. So, haben wir da drüben noch irgendwas Wichtiges? Ich glaube ja, da ist dieser Aufstieg, da haben wir ein Skelett. Und hier möchte ich sogar hin, denn hier können wir links entlang nicht. Ah, ich hätte von der anderen Seite das angehen müssen. Das heißt, ich muss nochmals nach unten gehen und muss diese Stufen hinauf und dann mich da rechts halten. Dann kann ich mich, denke ich, rüberhangeln oder so. Irgendwie so war das. Genau, da kann ich mich rüberhangeln, kann mich um den Gegner hier kümmern und kann die Kiste hier öffnen, das Ambrosia mitnehmen und mich wieder zurückhangeln. Way! Super! Jetzt gehen wir da rechts entlang, denn jetzt sollte ich so ziemlich alles erledigt haben. Es sollten jetzt nur noch so 2 bis 3 Gegner und der Boss auf mich warten. Und dann wäre dieser Dungeon schon geschafft. Ganz easy, ganz kurz, ganz einfach, ganz schön unnötig, dieser Dungeon. Wie auch immer, wir können uns hier über diese Holzbrücke wagen. Müssen wir auch.
Denn da kommen wir zu diesen besagten Gegnern, die uns allerdings nicht viel anhaben können. Und da wir den oberen Weg gegangen sind, können wir uns auch gleich aufmachen und uns die Kiste schnappen, von der ich gesprochen habe. Allerdings haben wir hier oben noch zwei Gegner, die ich noch erst aus dem Weg räumen möchte, bevor wir uns im Endeffekt über den Inhalt der Kiste machen. Da drin haben wir den Mars-Helm. Endlich mal wieder ein richtig toller Ausrüstungsgegenstand. Das ist der beste Helm, der uns 15 Abwehrkraft bietet und Schutz gegen, ich glaube, das ist Feuer. Wie der Saturnhelm auch schon. Allerdings jetzt nochmal mit mehr Abwehrkraft. Finde ich wirklich super. Gefällt mir sehr gut. Und wir springen hier nochmal rüber. Hangeln uns hier nach unten. Gehen nochmal über die Brücke. Diesmal gehen wir den unteren Weg entlang. Und kämpfen uns dann durch die letzten Gegner dieses Mini-Dungeons. Bevor wir uns dem Boss stellen, möchte ich mich allerdings erstmal hochheilen und will nochmal einen Zaubertrank essen. Ja, essen, denn das sieht nicht aus wie was zu trinken. Und wir kümmern uns um den Boss. Den Dullahan. Beziehungsweise in der deutschen Version den Sir Dullahan, weil der ist ein Sir. Oder so. Wir greifen wieder an mit unserer üblichen Taktik, Felsenaura und immer feste Druff. Und Kalia, wie beim letzten Bosskampf auch, schafft es erstmal bravourös, den Gegner zu verfehlen, während Sir Dullahan uns genau für eine halbe Runde eingeschläfert hat. Finde ich wirklich super. So, der Held greift mit seiner Felsenaura an. Das macht schon mal guten Schaden, denke ich. Jo. Und ja, schon wieder nur für eine halbe Runde. Was kannst du überhaupt? Ganz ehrlich. Meine Güte. Kalia widersteht. Das ist sehr gut. Wir hauen nochmal die Felsenauer mit raus. Kalia heilt mal vielleicht. Ist besser. Ich gehe mal auf Nummer sicher. Oh, das hat sogar ein bisschen wehgetan. Aber macht nichts. So. Das war das. Damit haben wir seine Helferlein ausgeschaltet. Und wir können uns in Ruhe um den Dullahan selbst kümmern. Sollte jetzt kein großes Problem mehr darstellen. Mann, der macht wirklich Schaden, meine Herren. Ich hoffe mal, der macht jetzt nicht nochmal so einen Rundumschlag. Sonst könnte das sogar richtig knapp werden jetzt. Hm, Kraftzauber und Kraftzauber. Prima. Einmal geheilt. Gut, Kalia ist sicher. Der Held ist sicher. Der Held wird geblitzt. Wow, 513, aber macht gar nichts. Kalia geht's noch gut, das heißt, wir greifen weiter mit der Felsenaura an. Und Kalia darf uns einfach mal heilen. Sie darf wieder die Heilerin spielen, wenn sie schon mit ihrer Axt nichts trifft. Meine Güte. So, wir behaken ihn weiter mit der Felsenaura. Sehr gut. Allerdings ist er noch nicht angeschlagen. Da ist es wiederum nicht so gut. Allerdings sollte sich das demnächst erledigt haben. Ich finde es übrigens auch lustig, dass nicht nur dem Dullahan selbst der Kopf fehlt, sondern auch sein Pferd. Das ist schon ein bisschen brutal, finde ich. So ein ganz kleines bisschen. Wir greifen einfach weiter an und kümmern uns nicht weiter darum. Gut. Oh. Jetzt steckt das Pferd den Sand in den Kopf. wie auch immer. Hauen wir ihn weg. Mir reicht's mit dem hier. Ich frage mich sowieso, wie er sich jetzt hier noch halten kann. Kalia darf uns mal einen Zaubertrank in den Kopf drücken. Sehr gut. Hui, das war vorbei. Glück gehabt. Der Todestanz, mit dem ist nicht zu spaßen. Und, oh, er ist von seinem Pferd abgestiegen und ist ums Dreifache seiner Körpergröße gewachsen. Und greift uns jetzt quasi direkt an. Was allerdings nur heißt, dass er schon ziemlich geschwächt ist. Und schon fast tot. Das heißt, es sollte kein weiteres Problem mehr darstellen, ihn jetzt noch endgültig umzuhauen. Hoffe ich, denke ich. Nee, da geht er down. Monster besiegt, viele Erfahrungspunkte erhalten, Goldmünzen erhalten und der Weg zum nördlichen Turm ist damit frei. Ich werde mich jetzt einfach zurückteleportieren, denn wir haben hier alles erreicht, was ich erreichen wollte. Und das war's mit diesem Dungeon. Das war der Dungeon gewesen. Total easy. Habe ich ja gesagt. Wie auch immer, wir machen uns wieder auf nach Windia. Und man sieht, der Wind ist ein bisschen stiller geworden, dadurch, dass wir das Monster umgehauen haben.
Und die Leute sind wieder total glücklich. Das heißt, wir reden zuerst mal mit dem kleinen Jungen hier auf dem Dach. Das wollen wir jetzt erstmal tun. So, einmal hier. Nein, hier. Danke. So, was hast du uns denn zu sagen? Das Dach stürzt. Oh Gott. Da ist ein Rechtschreibfehler drin. Da steht stürtet. Das ist ja schlimm. Wow. Das ist wirklich schlimm. Unglaublich. Nur, wenn das Dach hier ständig einstürzt, warum spielst du dann auf dem Dach? Wie auch immer. Wir schauen uns mal noch ein bisschen weiter um, was die Leute alles so ein bisschen zu sagen haben. Hast du was Neues zu sagen, Otto? Na, der Sturm hat aufgehört. Jetzt kann ich eine neue Regenbogenstraße bauen. Cool. Und er baut eine neue Regenbogenstraße. Rums, rums, Straße gebaut. Fertig. Es ist vollbracht. Gut, wir machen uns sofort auf den Weg. Wartet, in einigen Etagen des Turms sind Schalter. Ach was, bewegt sie mit der Axt, damit der Aufzug mit Vulturon nicht vorbeifährt. Ja, das ist die grundlegende Taktik, die wir in Vulturos Turm anwenden müssen. Denn dieser... Ich werde zeigen, was er macht, sobald wir dort sind. Sobald wir dort sind, werdet ihr sehen, was es mit Vulturon, seinem ominösen Aufzug, auf sich hat. Jetzt wollen wir erstmal... Ich glaube, ich müsste die Stadt nicht mal über die Regenbogenbrücke verlassen, denke ich. Ich tue es trotzdem mal. Glaube ich jedenfalls, dass die da oben ist. Oh mein Gott, ich habe wirklich nichts mehr im Kopf. Ich habe nichts mehr im Kopf drinne. Ich glaube aber, es war hier oben genau die Regenbogenbrücke. Schön. Und über die Regenbogenbrücke können wir uns aufmachen zu Vulturos Turm. Bevor wir diesen allerdings betreten und schauen, was es mit diesem ominösen Mädchen hier rechts auf sich hat, werde ich die Folge hier erstmal beenden. Sie ist zwar ein bisschen kürzer als sonst, aber ich denke, hier ist ein guter Zeitpunkt, um einen Schnitt zu setzen. Ich hoffe, das Let's Play hat euch soweit gefallen. Falls ja, bitte abonnieren, kommentieren, gut bewerten und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.